Wir stehen hier auf dem roten Teppich zum Bayerischen Fernsehpreis 2010 am Prinzregententheater. Eigentlich hatte die Wettervorhersage gesagt, dass es regnen soll, dunkel sein soll und ganz, ganz bitterkalt. Der liebe Gott hat ein Einsehen mit dem Blauen Panther. So heißt der Preis, der hier heute vergeben wird. In einigen Kategorien, die für die Fernsehbranche extrem wichtig sind. Und es gibt schon so ein paar Gewinner, die bekannt sind. Ich freue mich ganz besonders, hier gleich auf dem Teppich noch Klaus Doldinger kennenzulernen. Und ich glaube, wenn man so hier über meine Schulter schaut, dann sieht man schon, hier ist das Treiben voll dabei. Sonja Kraus ist schon da. Annette Frier werden wir gleich auch noch sprechen. Hier sind eine ganze Menge Leute. Und ich frage mich ja immer irgendwie, warum der blaue Panther eigentlich, wenn die Trophäe vergeben wird, ist der Panther nämlich weiß. Warum das so ist, kriegen wir vielleicht noch raus. Weiß ich nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Wir gucken jetzt mal, wen wir hier kriegen. Sie sehen hammermäßig aus. Ich finde es aber, es ist noch sehr ungewohnt. Ich muss mich sehr auf mein Kleid konzentrieren. Ich kann fast nicht antworten, ich sag's Ihnen. Ich kann eigentlich nur stehen und so aussehen, wie ich aussehe. Das sieht für mich schon ein bisschen nach Siegeroutfit aus. Ehrlich? Ja. Ich finde, Sie haben recht. Oh je. Sind Sie sehr aufgeregt? Ja, jetzt schon, jetzt langsam ja. Ich war ganz cool den ganzen Tag und habe so getan, als ob damit das Ganze überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Und jetzt wird mir schlecht. Das ist wie vor einer Premiere. Furchtbar, furchtbar, dieser Beruf. Warum man sich das antut, ich verstehe es überhaupt nicht. Es ist absolut maso. So, was machst du denn hier? Eine offizielle Mission für Oslo? Oder? Nein, ich bin geladen und ich habe mir sagen lassen, dass es eine vorzügliche Veranstaltung ist, die natürlich wie immer, wie man es aus der bayerischen Landeshauptstadt kennt, top organisiert ist. Und das beweist im Prinzip irgendwie schon, dass es den ganzen Tag unfassbar geschifft hat, wie man auf Neudeutsch sagt. Aber jetzt parallel zur Eröffnung reißt das Wetter auf und das ist natürlich wieder eine Top-Orga. Was ging dir durch den Kopf, als du gehört hast, dass du mit Iris Berben und Senta Berger nominiert bist? Einiges. Aber das willst du uns jetzt nicht verraten. Nee, aber meine Mutter hat gesagt, ich habe keine Chance bei der Konkurrenz. Insofern kann ich ganz gelassen da reingehen und davon ausgehen, dass ich sowieso keine Chance habe. Also du bist noch im entspannten Modus? Noch im entspannten Modus, ja. Aber Party hinterher geht noch? Ja, ich bin ja mal alleine hier, ohne Anhang und so, also ohne Kinder, will ich damit sagen. Und da kann ich auch mal ein bisschen länger feiern. Viel Spaß. Dankeschön. Danke dir. Sie sind ja einer der wenigen Prominenten hier auf dem Teppich, die schon wissen, dass ein Preis kriegt. Ja, und auch schon wissen, der Einzige. Und der Förderpreis. Ja, okay. Also zwei. Ja. Ist man dann auch aufgeregt, wenn man dann hier hinkommt? Ja, das ist natürlich immer, sagen wir mal, allein die Menschenmenge und die vielen Bekannten, die man am Abend trifft. Und das ist ja eine Sache, die einen nicht unberührt lässt. Also da geht es um unsere Arbeit, die wir lebenslang ja vollführen. Und da ist man schon auch emotional angerührt, würde ich sagen. Heike Makatsch hat eben gesagt, sie hätte keine Chance. Stimmt das? Nein, überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Arbeit von Heike nicht gesehen habe. Aber ich verfolge einfach ihre Arbeiten schon so sehr lange. Sie hat schon mal meine Tochter gespielt, in Billig Schön, bei Doris Dörrie. Und ich mag sie ganz besonders gerne. Ja, aber weiß ich nicht. Also wenn wir alle drei sagen, wir haben keine Chance, dann kriegt es keine. Gut. Viel Spaß, okay, danke. Um die unvermeidliche Frage nur einmal zu stellen und dieses Wort in den Mund zu nehmen, wie oft musstest du heute Babyfragen beantworten? Wie viele Journalisten stehen da? Ich glaube, jeder hat danach gefragt. Es gibt nur ein etwas gelb-schwarz gestreiftes Mikrofon, in das ich nicht gesprochen habe, weil die immer so böse Sachen und irgendwelche Sachen sich ausdenken. Deswegen dachte ich, die lässt immer aus. Also die sind die einzigen, die nicht nach dem Baby fragen durften. Bist du heute in offizieller Mission? Ja, also sprich, musst du arbeiten oder ist das jetzt so schön Spaß, Erholung, Fun? Nö, ich setze mich jetzt gleich auf meinen dicken Hintern, ziehe die Schuhe aus und mach's mir gemütlich. Und schwätze mit meiner Nachbarin, wenn es irgendwas zu schwätzen gibt. Was machst du morgen Abend? Ich glaube, ich muss mich einmal der männlichen Macht beugen und Fußball gucken. Oh. Die Veranstaltung heißt der Blaue Panther. Ja. Vergeben wird ein weißer Panther. Warum ja. ist das so? Ja, es ist eine Besonderheit, dass letztendlich man von der Qualität her das Blau immer ganz schwierig herstellt und dann hat man sich auf das Weiß konzentriert. Ist das für einen Politiker so eine schöne Gelegenheit, sich mal ein bisschen entspannt bei so einem Event machen zu können, mal so fernab des politischen Alltags? Ja, ich bin ja zuständig als Medienminister für diese Fragen von Film und Fernsehen und es sind immer großartige Ereignisse. Man kann zeigen, was in München, was in Bayern alles los ist. Man trifft nette Gäste und ja, es ist ein entspannter Abend. Unter uns, fliegen Sie nach Madrid? Nein, ich habe Stallwache und es kann nicht jeder nach Madrid fliegen, aber ich drücke den Bayern sehr, sehr die Daumen.
Das war's jetzt hier vom roten Teppich zum Bayerischen Fernsehpreis 2010, dem Blauen Panther. Wir verdrücken uns jetzt mal kurz in die Veranstaltung, werden aber gleich bei der Aftershow-Party dabei sein. Und dann werden wir mal gucken, wer Grund zu feiern hat und wer so richtig die Schwarte krachen lässt.